Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Utopia. Unser Ingenieur Anderson sagt, dass die Werkstatt fertig ist und wir haben hier ein Waffen-Upgrade erhältlich. Hier holen wir jetzt unseren Bio-Deal. Das andere ist leider voll. Das Lager. Müssen wir erstmal gucken, was wir da anstellen können. Hier hat sich auch schon wieder einiges verändert. Okay, da ist noch ein ganz anderer Level 1 Terror und Bioaktivität. Machen wir das schnell? Machen wir das schnell. Und Splash. Ja. Ja klar, 300. Hier tun wir lieber die upgraden. Davon haben wir nämlich genügend. Und wir gehen ins Forschungszentrum und erforschen die Sturmpatronen. Das ist jetzt aber fail. Man kann wirklich bloß einmal bauen oder einmal forschen. Das ist in dem Spiel fehl. Oh, und wir können den Reaktor upgraden. Aber dafür werden wir dann zu wenig Eisen haben. Das macht dann später. Wir brauchen auf jeden Fall brauchen die Teile hier mehr Kapazität und mehr Ertrag. Geht das sonst gar nicht. Also Leute, wir können wieder richtig abgehen. Jetzt, da wir die Muni davon erforschen bald. Was ist los? Oh, Wanderhändler. Nichts mit Basis. Und auch nichts mit hier. Na, wo war denn nochmal hier? Sprich. Okay. Wir nehmen wieder die Munition. Alter, die können wir gleich nochmal nehmen hier. Scheiße! Tut mir leid, Händler. Wir müssen den Händler aus den Handel abbrechen. Gott sei Dank, wir haben es geschafft, Leute. Wo ist denn der Händler hin? Ah, hier. Hier kannst du nicht einfach den. Ja, ich weiß, ja, egal, Freiheit, ja. Nee, 100 für 2 Daten-CDs ist mir jetzt ein bisschen zu heftig. Ich guck noch mal, was die Forschung braucht. Ich glaube, jetzt habe ich es mit der Forschung verkackt, oder? Ja, ich brauche ein bisschen mehr. Aber naja, gucken wir mal. Vielleicht können uns ja beim Bunkerwäsche was abgeben. Wir gucken mal. Angriff! Ja, jetzt habe ich wieder mehr Motivation, wie ich schon in. Ja, naja, gut. Ja, da hinten kommen sie ja schon, Alter.
Runter, runter, runter. Scheiße. Na los, steht auf, ihr Feiglinge, Trottel, ey. Wow. Ha, den habe ich erwischt. Runter, runter, runter. Na komm. Ja, in einem Schild verstecken. Kann ich auch. Da, ah, ah, ah. Incoming. Reloading. Oh, puh, geschafft, ey, Gott sei Dank. Oh, alter Schwede. There is a shortage of grenades. There is a shortage of medpacks. Das war ganz schön knapp, Leute. Yay, yeah, bitte Beute. Ja, aber Bomben noch nicht, du Trottel. Deswegen stellen wir die jetzt... Oh nein, scheiße. Die verbrauchen diesen Biodiesel. Shit. Wir brauchen den aber jetzt, den Biodiesel. Denn wir wollen endlich die Patronen fürs Sturmgewehr herstellen können. Damit wir von der Händlergilde ein bisschen unabhängig sind. Aber der Herr könnte uns jetzt das Leben retten. Ja, okay. Mit Schreck. Okay. Ne, wir kämpfen trotzdem noch hier. Okay. Angriff. Wir bekommen, wie ihr hier auch schon seht, irgendwann noch stärkere Partner. Gott sei Dank auch. Runter, runter, runter. Ich habe einen Freund. Runter, runter, runter. Reloading. My gun ate dirt or something. Ja, das war nice. Das war geil. Einfach mal einen richtigen Header gegeben. So, jetzt ist immer schlusslustig.
Nein, das wollen wir nicht. Jetzt erkunden wir mal die. Ah, den Biodiesel haben wir dafür nicht. Okay, hier gibt's schon eine Menge, was man verbessern kann. Also man sollte das auf jeden Fall nutzen. Das ist nicht zu missachten. Man sollte das auf jeden Fall nutzen. Okay, Leute. Wir gucken mal hier, wie lange ich aufnehme. Okay, so 12 Minuten ungefähr. Ja, Leute. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. War actionreich, wie die beiden vorangehenden auch. Und wir haben endlich mal wieder was erreicht hier. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und in diesem werden wir uns an den Big Boss wagen. Der freut sich doch schon, mit seiner Gatling-Gun dort rumzuschießen. Bloß, was machen wir mit diesem Geschütz hier? Davor habe ich ein bisschen Schiss. Aber gut. Ansonsten haben wir den Bunker dann endlich abgeschlossen. Oh, hier sind noch ein paar. Hier ist noch ein normaler Feind. Der hier hinten was versteckt hält. Naja, um den kümmern wir uns später. Also dann, Leute, sind die Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Bis dann und ciao.